in den blauen Hosen, also Ajax Amsterdam. Dürren hat aufgelegt. Die Holländer spielen von hoch herein. Hülshoff schlecht abgewehrt. Simpson, noch immer Simpson, jetzt hat er es wieder verloren am Flankenbild. Mätzchen hier aus, um den Spielfluss der Briten zu brechen, um den Angriffsschwung zu stoppen. Das war in der 15. Minute. Foul. Und den hat man dann schließlich wieder abgeblockt. Torre. Die Holländer spielen jetzt sehr, sehr geschickt. Neeskens, Zuurbier. Armstrong. Die Angriffe der Engländer eingestellt und Arsenal ist im Augen. Story. Und Foul, artige Reflexbewegung, den Ball abwehren konnte, und zwar mit dem rechten Bein. Dritte. Direkt auf den Kopf von Hülshoff, Neeskens, Lee, Graham, McClintock und abseits. Und wieder schlecht hineingespielt. Anzufangen ist die Devise der Mittelfeld- und Verteidigungsspieler der Engländer. Nelson. Mühe, gegen Leighton Orient mit 1:0 erfolgreich zu bleiben. Alan Ball. Foul an Kennedy. Foul jetzt über den Neeskens gelegt, und zwar war das auf eine ganz ordinäre Weise von George. Und jetzt ist noch, hat ihn noch, glaube ich, einer getreten. Ich weiß nicht, wer das war. Es dürfte Story gewesen sein. Gelbe Karte für. Und versucht es immer wieder alleine. Attacken nicht von den Beinen zu kommen. Da braucht man schon die Statur und die Robustheit eines Heinz Doi. Jetzt jedenfalls in zwei Szenen jetzt die Gefährlichkeit angedeutet. Abgewehrt von Neeskens, Marinello. Nein, das ist George. Nein, Marinello war es doch. Graham. Neeskens. Führt zurzeit überlegen in der holländischen Meisterschaft. Allerdings hat das Team auch einige Mühe am Wochenende gehabt, um mit Rice. Und Foul an George. Die Beine weggeschlagen. Neeskens. Mit einiger Sicherheit alle
sehr clever in der Ballannahme und im Abspiel. Der Ball wird nicht einfach vergeben, wie der Armstrong. Überlegt und überlegen. Cruyff. Hahn. Kaiser. Und das heißt, Ajax Amsterdam ist im Semifinale. Ajax Amsterdam schlägt im Highbury Stadion. Damit, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns von Ihnen. Ich hoffe.